Die Taqwa hat Al-Baydawi erwähnt am Anfang seines Tafsir, dass die Taqwa drei Etappen hat, drei Stufen. Es gibt eine Form der Taqwa, die teilt jeder Muslim. Jeder Muslim erfüllt sie. Egal wie er ist, gut oder schlecht. Ja, auf jeden Fall, das ist das Meiden des Schirk. Das nennt man auch Taqwa, das ist eine Form der Taqwa. Und das erfüllt jeder Mu'min irgendwie. Die zweite Form ist das Meiden von den Verboten. Das Meiden von Verboten, große und kleine Sünden und das Erfüllen der Pflichten. Dass diese Taqwa erfüllt zwar nicht jeder Muslim, aber sie ist ein Minimum für die obligatorische Vollkommenheit des Iman. Tamam? Und dann gibt es eine weitere Stufe, und zwar das Meiden von all dem, das dich Allah Ta'ala nicht näher bringt. Das ist auch eine Form der Taqwa. Und diese Form der Taqwa ist mit der Aussage Allah Ta'alas gemeint. Ja, ihr الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. O ihr, die Iman habt, habe Taqwa vor Allah in geziemender Art und Weise. Tamam? طيب.